Moin liebe Bastelfreunde, in diesem Video baue ich ein Schwedenfutter. Ja, und wir starten wie die letzten Male üblich mit einem Bild. Hier sind wir nun gerade in Schweden auf der Wetternrunde mit Britta, Marco, Johannes und Dietrich unterwegs gewesen. 2018 ist schon etwas her. Wir wollen auf jeden Fall wieder starten, wenn es möglich ist. Das sind 300 Kilometer mit dem Fahrrad, sogar ein bisschen mehr. Macht mächtig viel Spaß. Ja, und Schweden ist immer prima. Schreibt mal unten in den Kommentaren, wie ihr Schweden findet. Ja, und immer wenn ich Schalen drechsel, habe ich auf der Rückseite den Rezess bzw. noch diesen Absatz, wo das Backenfutter reingreift. Und das habe ich bis jetzt immer mit der Säge abgesägt und dann geschliffen mit dem Bandschleifer. Ich würde aber ganz gerne das einspannen können und dazu baue ich mir ein Schwedenfutter oder ein Longworth Chuck. Als erstes messe ich erstmal den möglichen Radius aus, den ich hier einspannen kann. Das wären 16. Da passt das auch. Also 32 cm im Durchmesser. Das werde ich dann nachher mit der Bandsäge oder Stichsäge rundsägen. Aber ich zeichne mir das hier schon mal so auf. In der Breite kann ich schon lassen. Das sind 33,5. Und hier machen wir auch 30. Ja, ich nehme zwei Siebdruckplatten. Die hintere, die ich an den Flansch befestige, mache ich etwas dicker. Und die vordere, die hat, ich weiß gar nicht, 12 mm und das hier werden 18 sein. Und ich habe noch einen Flansch mit dem Gewinde meiner Drehbank, meiner Drechselbank. Das ist M24x1,5. Und diesen Flansch werde ich benutzen. Den werde ich dann quasi dort anschrauben. Und hier ist noch so ein kleiner Absatz drin, den werde ich dann noch einlassen, damit das schön bündig da drin liegt. Und das mache ich zuerst, weil hier raus werde ich nämlich dann nachher die Kreise ziehen, sodass das genau zentriert zu dem Flansch sein wird. Genau. Sägen wir uns das mal zurecht. So, damit die beiden Platten zueinander nachher nicht verrutschen, werde ich sie, bevor ich sie mit der Oberfräse behandle und bevor ich bohre oder sonstiges mache, miteinander verschrauben. So, und hier muss ich jetzt darauf achten, dass ich die richtige Seite nehme, weil auf diese Seite kommt der Flansch. So soll es nachher sitzen, mit der glatten Seite zum Verdrehen, das heißt, ich muss die untere Seite nachher umdrehen. So, und das Coole ist, es ist eigentlich völlig egal, welche Maße die beiden Platten haben. Wichtig ist immer nur, dass man hier einen Abstand von der Planscheibe nimmt, meinetwegen 6 mm größer. Ich habe jetzt eine Unterlegscheibe genommen, weil damit werde ich die Gummistopfen später befestigen und habe einfach die Mitte davon genommen und das gleiche von oben vom Rand. Und zwischen diesen beiden
Punkten nehmt ihr nochmal die Hälfte und zwischen den inneren beiden dann auch nochmal die Hälfte. Das zeichne ich jetzt mit einem Zirkel ein und dann mache ich noch ein Koordinatenkreuz drauf und zwei 45 Grad Schrägen und dann werde ich die Punkte, die ich nachher bohren werde, beziehungsweise von welchen Punkten ich zu den nächsten Punkten fräsen werde, noch durchbohren, weil ich glaube, mit meinem Fräser werde ich nicht durch beide Platten kommen, insofern muss ich da mehrere Fräsvorgänge machen. Aber das werde ich jetzt mal machen. So, ich habe jetzt erstmal wieder alles abgeschraubt und jetzt werde ich von der Mitte aus die Senkrechte markieren. Und auch die Waagerechte. Und zwar markiere ich jetzt die Punkte für die Kulisse. Das sind immer diese Schnittpunkte des halbierenden Kreises und die 8 Graden. Da mein Fräser nicht die komplette Tiefe abdecken kann, bohre ich die Löcher für die Radien Mittelpunkte durch und fräse dann die einzelnen Platten danach. Ja, das gleiche mache ich auch mit den inneren und den äußeren Punkten, damit ich weiß, wie weit ich mit dem Fräser von innen nach außen gehen kann. Und auch die Haltelöcher bzw. die Verstelllöcher bohre ich mit dem Forstnerbohrer ein. Da habe ich einen Bohrer von 25 mm, sodass die Finger da drin gut halten können. Ja, mit einem 45-Grad-Fräser fräse ich jetzt die Spiralgänge nochmal an, damit sich da eine ordentliche Phase dran bildet. Ja, jetzt schleife ich das mit meinem Schalenschleifer nochmal ein bisschen glatt,
So einen Schalenschleifer könnt ihr euch auch selbst ganz einfach bauen. Ich verlinke das mal oben rechts. So, ich habe jetzt die beiden Scheiben zugedrechselt, so dass sie genau auf die mittige Bohrung einen konzentrischen Außenkreis haben. Diese Bohrung ist tatsächlich recht wichtig. Beim ersten Mal habe ich das mit einem Durchmesser von 8 mm etwas exzentrisch gehabt. Da saß das nicht richtig. Jetzt musste ich mir das ein bisschen hin und her fuschen. Ich habe jetzt eine 10 mm Bohrung drin und werde eine 10 mm Schraube dann hier reinsetzen. Das passt jetzt gerade noch so. So, und was mache ich als nächstes? Jetzt werde ich hier M6 Schrauben reinsetzen und Gummistopper. Ich habe da noch so ein paar Türstopper oder Gerätefüße, die kann ich dafür gut verwenden. Und auf die Rückseite wollte ich eigentlich Sterngriffe dran machen. Das probiere ich mal aus, ob das dann relativ einfach auch festzuschrauben ist. So, und die haben hier noch eine kleinere Bohrung, die muss ich dann auf M6 oder 6 mm noch aufbohren und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die funktionieren. Okay, ich habe jetzt die Stopfen soweit durchgebohrt. Ich werde jetzt hier Schrauben reinsetzen. Ich hatte nur noch so Schlossschrauben. Ich weiß nicht, ob die so gut sind, weil ich sie hier natürlich nicht festhalten kann. Ich werde das jetzt erstmal ausprobieren und dann nochmal gegen geeignete Sechskantschrauben austauschen oder Innensechskant. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Dann werde ich als erstes die beiden Scheiben mit der M10-Schraube zusammenschrauben. Jetzt von vorne hier durchplatzieren. Jetzt muss ich mal gucken, welche ich nehme. Lang zu lang natürlich. Also ich habe ja zwei verschiedene Längen. So, jetzt ist es zusammengebaut und die Funktion ist im Prinzip da. Funktioniert so ein bisschen wie eine Blende bei einer Kamera. Bin gespannt, ob ich da auch ein Werkstück einspannen kann und das dann hält. Das geht jetzt bis zu diesem Durchmesser. Wenn ich die aus den kürzeren rausnehme, dann kann ich auch noch bis zu diesem Durchmesser einspannen. Kann ich mal messen. Das ist jetzt ein Durchmesser von 13 und hier ist ein Durchmesser von in etwa 10. Auf jeden Fall eine coole Funktion. Spannen wir es mal ein. Ich spanne jetzt mal eine Schale ein. Das soweit dann hält. Bei der Geschwindigkeit solltet ihr darauf achten, eine langsame Geschwindigkeit zu nehmen, weil ansonsten gibt es durch Masseträgheiten die Möglichkeit, dass sich das löst. Und das hier, was hier eingespannt ist, ist nicht wirklich, wirklich fest. Also man darf hier jetzt nicht reinstechen oder so, aber ganz leicht kann man jetzt, glaube ich, hier was abnehmen. Aber immer vorsichtig, weil das Gummi hält das natürlich nicht perfekt. So, dann probieren wir mal. Hier
hier einmal noch mal ein bisschen lang zu gehen, weil das war jetzt nur mit dem Schleifband gemacht. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, das klappt ja schon mal nicht.